dem Moment, wo wir hier durchgeflutet sind, wo das praktisch wie so ein Nadelöhr sich öffnete, da spürst du natürlich schon, irgendein Damm ist gebrochen, im wahrsten Sinne des Wortes, auf ganz vielen Ebenen. Ist jetzt hier was passiert, was unumkehrbar ist? Ist das was sein wird, was unser aller Leben wirklich verändert? November 9, 1989. For the first time in decades, East German citizens could cross into West Berlin without any border controls. Katrin Hattenhauer was there. She walked over this bridge and celebrated her 21st birthday in West Berlin on November 10th. A few hours earlier, it would have been unthinkable. Ich habe das als ein ganz persönliches Geburtstagsgeschenk für mich empfunden. Tue ich auch immer noch. Das war die Zeit, wo West und Ost sich ganz am nächsten war, wo es für eine Nacht vollkommen beinahe verbunden war. Komplett ohne Fragen, ohne all dieses Ost-West. Und das war großartig, das zu spüren. Und dazu muss man wissen, ich bin gerade erst kurz vorher aus dem Gefängnis entlassen worden. Ich hatte eigentlich keine Erlaubnis in Berlin, mich zu bewegen. For 41 years, Germany was a divided country. From 1961 until 1989, a wall even split Berlin in two. The western half was part of democratic West Germany. The eastern half belonged to communist East Germany. And it guarded its borders zealously. Those who tried to escape were arrested or shot. The Stasi, East Germany's secret police, kept dissidents under surveillance, even recruiting their friends and relatives as informants. Dissenters were often jailed. But that didn't stop Katrin Hattenhauer. As a student in Leipzig, she actively opposed the East German regime. She took part in the weekly prayer for peace, and demonstrations which aimed to spark a peaceful revolution in East Germany. At a protest in September of 1989, Katrin Hattenhauer held up a banner which read, "For a free country with free people." Wir haben gewusst, dass immer da, wo ein Beweis entsteht, wo wir gesehen werden, können wir auch inhaftiert werden und das auch für längere Zeit. Das heißt, das war eine Abwägung zu sagen, wir wollen das so gerne. Wir sind auch der Überzeugung, dass es angestoßen werden muss. Der Preis dafür wird möglicherweise, und in meinem Fall war das so, Gefängnis sein. A week after that demonstration, Katrin Hattenhauer was arrested. She faced up to 10 years in jail. After 5 weeks in solitary confinement, she was released. Die behalten das Ausweisdokument und sagen, also, du hältst dich bereit für den Prozess und wenn wir das draußen auf den Straßen für uns entscheiden, dann bist du auch wieder hier drin. Also ich habe gehofft, dass für mich ganz persönlich es noch irgendeine Art gute Wendung gibt. Aber dass es für das ganze Land so schnell so eine komplette Öffnung gibt, das hat, glaube ich, niemand wissen können. She had been released, but couldn't leave Leipzig and was being watched. So she fled over her building's rooftop and went to East Berlin. Ich bin ja hier am 9. November sozusagen in den Westen gegangen mit meinen Freunden. Ich habe hier in meinen 21. Geburtstag reingefeiert, nicht weit von hier im Prenzlauer Berg in einer Kneipe. Und der Wirt ist irgendwann gekommen und hat gesagt, Freunde, ihr seid nett, ihr kriegt den Schlüssel, aber ich gehe jetzt mal und gucke, was an der Bornholmer Brücke passiert. Ich habe irgendwas in den Nachrichten gehört. Und wir sind nicht lange danach gefolgt. Katrin Hattenhauers pre-birthday celebrations took her to an unexpected place, West Berlin, for the very first time. The whole city was celebrating the opening of the border. Hier ist Kreuzberg, hier ist Westen und ich kann jetzt nicht mehr sagen, welches Haus es war, ich weiß aber noch, diese Straße war es und hier sind wir ganz mit großem Jubel und großer Freude empfangen worden und haben hier in meinen Geburtstag reingefeiert.
Ich habe hier meine Freunde wiedergesehen, die ja aus der DDR ausgereist waren und von denen ich gedacht habe, dass ich sie vielleicht nie mehr wiedersehe. While Katrin Hattenhauer was in jail, many East German dissidents campaigned for her release. At the Gethsemane Church in East Berlin, they held vigils for her as a symbol of peaceful protest. Das hat hier mal vor 30 Jahren begonnen für jemanden wie mich. Das ist was ganz Wunderbares, was ganz Warmes, was ganz Glückliches. Und zu sehen, dass die Leute heute noch die Verpflichtung eingehen und die Liebe und die Ausdauer, sich jeden Tag 18 Uhr hier zu versammeln, um an politische Gefangene zu denken, die in der ganzen Welt sitzen dafür, dass sie eingestanden haben, wofür sie stehen. At the daily service, Katrin Hattenhauer sometimes leads the prayer for political prisoners, like she once was. Today, she's an artist and explores themes like freedom and courage. And she's working on a doctoral dissertation about what drives activists. Ich hätte all das, was ich jetzt gemacht habe in der Zwischenzeit schon, wo ich gewesen bin, welche Projekte ich gemacht habe, welche Arbeiten ich gemacht habe, nichts davon hätte ich machen können. Also für mich ohne den Fall der Mauer möglicherweise eine lange Gefängnisstrafe. Und wie verändert man dann rauskommt, das zum Glück muss ich das nicht wissen.